ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Weltgebetstag der Frauen ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Das Motto lautet: informiertes Beten, betendes Handeln. So wird dein Leib von Licht erfüllt. Frauen wollen auf die Probleme in ihren Ländern aufmerksam machen und wollen dann einfach das Ganze auch im Gebet vor Gott bringen und sind einfach bemüht, das in andere Nationen publik zu machen, was in den Ländern für Schwächen sind und Nöte sind, speziell jetzt auch für Frauen. Jedes Jahr am ersten Freitag im März feiern Frauen in ca. 170 Ländern den christlichen Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen. Die Liturgie verfassen jeweils Frauen eines Landes für die Welt. Intensive Vorbereitungen zum Land und der Situation von Frauen fördern das bessere Verständnis über nationale und konfessionelle Grenzen hinweg. Kreative Gottesdienstgestaltung lässt die Botschaft der Frauen und ihre Lebenssituation lebendig werden. Frauen bereiten die Gottesdienste für die ganze Gemeinde vor. Sie stärken dadurch ihre Verantwortung vor Ort. Im gemeinsamen Gebet entsteht Solidarität von Frauen weltweit. Aus der Kollekte werden Frauenprojekte weltweit gefördert. Aktionen, die das Anliegen von Frauen unterstützen, fördern das Bewusstsein über die politischen Ursachen von ungerechten Strukturen, unter denen Frauen leiden. 1927 haben einige baptistische Frauen gedacht, es ist nötig, dass man mal gemeinsam betet. Und in Polen ist das dann langsam eine Tradition geworden und hat sich ausgeweitet. Nicht nur von den baptistischen Frauen, sondern sind evangelische dazugekommen und Katholiken und andere Gruppen. Und auf diese Weise ist dann das immer größer geworden und inzwischen weltweit. Wir danken dir für die historischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte und bitten dich, hilf uns, die gewonnene Freiheit in guter Weise zu nutzen und uns immer an das wichtigste Gebot zu erinnern, Gott und unsere Nächsten zu lieben. Ja, mich fasziniert und begeistert dieser Gedanke, dass an einem Tag wirklich weltweit Menschen sich im Gebet um die gleiche Sache zusammenschließen und Gott anflehen für andere vor allen Dingen, für die Nationen, die diesen Weltgebetstag vorbereitet haben, und dass da wirklich etwas in Bewegung kommen kann. Und dass man einfach auch mal erfährt, wie schaut es anderswo aus. Uns geht es hier so gut, wenn man bedenkt, dass in welchen Nöten und Krankheiten viele Menschen einfach leben müssen, ist das eine gute Sache. Ein wichtiger Teil der Arbeit ist die Vorbereitung des Gottesdienstes. In Tagungen und Abendveranstaltungen werden Informationen zur Situation von Frauen und der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Situation im jeweiligen Land der Gottesdienstordnung gegeben. Auch Vertiefungen zur Bibelarbeit werden angeboten. Ich denke, wenn wir als Christen wirklich mit Jesus verbunden sind und er durch uns lebt und wir ihm Raum geben, jeden Tag neu, dass dann in der Welt etwas geschehen kann. Und es ist ja auch durch die Jahrhunderte immer wieder sehr viel geschehen. Im Jahr 2005 fand der Weltgebetstag Polen statt. Polen ist ein Nachbarland Deutschlands. Damit werden für uns und die deutschen Nachbarn und Nachbarinnen schöne wie schmerzhafte Themen deutsch-polnischer Geschichte und Gegenwart präsent.
Wir danken dir für mehr als 1000 Jahre polnische Geschichte und für das Erbe des Glaubens und der Kultur, das von Generationen zu Generationen weitergegeben wurde. Wir danken dir für Frauen und Männer, die uns in der Vergangenheit und bis heute deine Wahrheit lehrten. Wir danken dir, dass du uns davor bewahrt hast, uns von deinem Licht zu entfernen. Durch Kriege und Teilungen haben sich die Grenzen Polens mehrfach verschoben. Mit einer Fläche von 312.700 Quadratkilometern ist Polen fast so groß wie sein westliches Nachbarland Deutschland. In Polen leben 38 Millionen Menschen, davon ca. 63% in Städten wie der Hauptstadt Warschau. Außerdem leben 15 Millionen Polen in anderen Ländern. Tiefgreifende Um- und Neustrukturierungsprozesse markieren den Umbau der Plan zur Marktwirtschaft. Dies betrifft auch die 30% Beschäftigten in den meist kleinen Familienbetrieben der Landwirtschaft. Industriebetriebe, in denen 26% der Beschäftigten arbeiten, kämpfen ebenfalls um Standorte. Die Arbeitslosigkeit beträgt allgemein 19%. Unter den jungen Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren sind fast 30% arbeitslos. 2 Jahre lang kann Arbeitslosengeld bezogen werden, danach eine geringe Sozialhilfe. 58% der Bevölkerung leben am Rande der Armutsgrenze, vor allem ältere Menschen, kinderreiche Familien und alleinerziehende Frauen. 1919 bekamen Frauen in Polen das Wahlrecht. Heute garantiert die Verfassung gleiche Rechte für Frauen und Männer. Fast 90% der erwerbstätigen Frauen arbeiten Vollzeit, vor allem in Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen. Diese Bereiche betrifft die Krise der Staatsfinanzen besonders. Trotz besserer Ausbildung verdienen Frauen zum Teil 25% weniger als Männer. Die Frauen des polnischen Weltgebetstagskomitees haben ihren Gottesdienst mit Blick auf die ganze Welt geschrieben. Bei allem Geschichtsbewusstsein war es ihnen vor allem ein Anliegen, die gegenwärtige Situation Polens zu beschreiben, ihre Ängste und Hoffnungen für die Zukunft zum Ausdruck zu bringen und Fähigkeiten und Verantwortungen von Frauen zur Gestaltung dieser Zukunft zu benennen. Ja, kein Gebet bleibt unerhört. Gott erhört unser Gebet, wir müssen nur dran glauben und das glaube ich fest, vor allem dort, wo sich viele Menschen eins machen vor ihm. Es ist ein Geheimnis unseres Glaubens, dass wir von Gott ein ganz großes Geschenk haben. Jesus selbst hat sich auch in den Tod und in das Leiden gegeben. Und er ist unser Geschenk, dass er uns liebt, dass er mit glühender Liebe nach jedem von uns sucht, um uns heimzuführen an das Vaterherz Gottes. Und wenn Sie es probieren und jetzt leben und auch im Kleinen, um die kleinen Dinge beten, um die Hilfe in schwierigen mitmenschlichen Verhältnissen, in schwierigen Beziehungen, lernen Sie diesen Jesus kennen in einem Verhältnis auf Du und Du. Und da müssen wir alle noch durchbrechen, noch ein wenig Erfahrungen sammeln, auch für unsere Kinder. Ich selbst habe jetzt etwas erlebt, davon möchte ich Ihnen jetzt kurz sagen. Ich bin hier bekannt als eine, die viel tut und gesund ist, bis in 80 Jahre, einen wunderbaren Geburtstag feiert. Und auf einmal, ich habe mich wie Hiob gefühlt, erlebe ich einen furchtbaren Autounfall, bei dem ich bewusstlos war. Und dann erlebe ich nach 4 Wochen noch einen Herzinfarkt. Ich habe gesagt, ja Gott, was willst du denn mit mir? Ich kann nicht mehr Skifahren, ich bin sehr, sehr schwach und muss recht Obacht geben, dass ich nicht den nächsten Herzinfarkt bekomme. Und es ist mir viel genommen. Aber eines muss ich sagen, auch die Tiefen unserer Anfechtung, und das gebe ich jetzt als Zeugnis weiter, die führen uns näher an das Vaterherz Gottes.
Ich war gestern wieder so elend, dass ich gemeint habe, ich muss ins Krankenhaus. Dann haben meine jungen Freunde und Freundinnen für mich gebetet und wir haben das persönlich erlebt, dass ich durch eine Tablettenumstellung heute fröhlich unter euch sein kann. Diesen Freund und diesen Vater wünsche ich auch Ihnen und uns allen, dass wir ihn noch tiefer kennenlernen, dass wir viel mit ihm reden, dass wir ihm unsere Sorgen sagen und dass wir ihm auch glauben, dass er in Sturm und Wetter, in Dunkelheit uns heimführen kann in die ewige Heimat. Geben Sie es nie auf, ein ganz persönliches Verhältnis zu Jesus Christus, zu dem Vater und zu dem Heiligen Geist zu haben. Er hat die Niedrigkeit, die Armut, die Kleinheit von uns Menschen angesehen und liebt uns mit einer unaussprechlichen Liebe und hat keine Ruhe, bis ihr alle am Vaterherz Gottes seid. Amen. Begegnung, Auseinandersetzung und Austausch, Versöhnung, Völkerverständigung und Frieden sind Thema und Inhalte der Gottesdienste. Der Zuspruch "Lasst uns Licht sein" wird verbunden mit dem Engagement für Frieden und Gerechtigkeit zwischen Menschen, Generationen, Völkern und Nationen. Jetzt in Polen ist es vor allem die Armut auch dieser Frauen. Eine große Schicht der polnischen Bevölkerung sind sehr arm, leben unter der Armutsgrenze. Und es sind zum Teil auch soziale Schwierigkeiten, die Frauen haben, die einfach von der Gesellschaft nicht geachtet werden. Und einfach auch die Probleme der Erziehung, dass die Männer dann einfach oft auch auswandern müssen, um Geld zu verdienen. Und die Frauen stehen dann alleine da und müssen die Familien versorgen. Und ich denke, das sind schon große Probleme. Wir danken dir, Gott, dass du Frauen rufst, dir in allen Bereichen des Lebens zu dienen. Wir danken dir für alle deine Segensgaben. Wir möchten sie zu deinem Lob und zum Wohl von Menschen gebrauchen. Meinen Sie, ist das Gebet wirklich lebendig? Hilft es etwas? Bewirkt es etwas? Ja, das denke ich schon. Erstens mal würde ich nicht beten, weil ich nicht gerne etwas tue, was ich für sinnlos halte. Und ich denke, dass sowohl Lobpreis als auch Fürbitte und einfach Anbetung der Weg ist, der uns überhaupt noch retten kann. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Denn man muss sich schämen von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein.